Tagesproblem ist, dass wir jeden Tag in unseren Krankenhäusern nosokomiale Infektionen haben, im Krankenhaus erworbene Infektionen. Und dass wir jeden Tag mit Erregern zu tun haben, die resistent sind oder sogar multiresistent sind. Und deswegen kann ich es auch nicht stehen lassen, dass man so, sage ich mal, einfach so sagt, Antibiotika-Forschung ist so teuer und das Reimbursement ist nicht gesichert und es gibt sozusagen derzeit nur noch 4 von den 25 führenden Pharmakonzernen, die Antibiotikaforschung betreiben. Wir haben eigentlich genug Substanzen. Wir haben genug Wege, wie zum Beispiel auch die alternative Farnproteintherapie. Aber wir müssen sie dazu führen, dass sie sozusagen auf den Markt gelangen. Und die Kosten, das ist eben die Frage, ob wir als Gesellschaft die auch übernehmen wollen und müssen. Wir müssen das eigentlich. Und wie wir so etwas finanzieren, indem wir nicht, dass wir die Kriterien herabschrauben, was Sicherheit und Studienfeuer betrifft, sondern dass wir vielleicht das beschleunigen, dass es Fast Track gibt für Antibiotika oder auch Diagnostika, um die Erreger überhaupt erstmal nachweisen zu können. Also Antibiotika, Antiinfektiva, Diagnostika sind soziale Dinge, die uns alle angehen. Da müssen wir die Mittel hinbringen.